Buenos dias. Hola, ¿qué tal? Liebe Zuschauer, das war Spanisch. Und natürlich möchten wir Sie landestypisch begrüßen, denn da sind wir ja auch. Ein herzliches Grüß Gott zu unserer neuen Ausgabe von Herzlich Sie wünschen, wir spielen hier noch vom spanischen Festland. Ich würde sagen, rede nicht so lange, nimm lieber unsere Zuschauer an die Hand. Beginnen wir uns auf eine schöne Reise mit der Costa Smeralda. Und ich freue mich, mit dir wieder mal unterwegs zu sein. Unser Zuhause für die nächsten Tage und wir haben tolle Anlegestationen für Sie. Von Palermo bis Rom und natürlich haben wir auch unseren ganzen Koffer vollgepackt mit guter Musik. Seien Sie dabei, wir starten unsere Reise. Kreuzfahrtschiff läuft aus dem Hafen aus und der Captain an Bord gibt einen Cocktail aus. Bei Sonnenuntergang beginnt das Leben in der Diskothek. Die schönsten Lieder, wir singen sie von früh bis träumt nicht davon, die weite Welt zu entdecken und ich freue mich jetzt mit einem Profi darüber sprechen zu können, nämlich Emmy Ünsal von Costa Kreuzfahrten Deutschland. Und man muss ja wirklich sagen, Costa Kreuzfahrten ist ein Name. Du weißt sicherlich ganz genau, wie viele Schiffe gibt es von Costa Kreuzfahrten und seit wann sind die auf den Meeren der Welt unterwegs? Costa Kreuzfahrten zählt aktuell 12 Schiffe zu seiner Flotte, darunter auch die schöne Costa Smeralda hier und die Costa Toscana, zwei der neuesten und LNG-fähigen Schiffe. Genau, wir sind seit 75 Jahren unterwegs auf den Weltmeeren unter italienischer Flagge, das heißt, wir feiern dieses Jahr Jubiläum und genau.
Es gibt viele Reedereien, die vieles versprechen. Ich kann nur sagen, bei Costa bleibt kein Versprechen offen, denn hier werden wirklich alle Wünsche von den Augen abgelesen. Drum würde es mich mal interessieren, was macht denn so eine Costa-Kreuzfahrt aus? Was ist das Besondere? Ich weiß, Qualität auf sehr hohem Niveau, Genuss, egal ob kulinarisch oder auch mit den Landgängen, die da geboten werden. Aber Emi, erzähl am besten mal selbst. Also grundsätzlich macht Costa Kreuzfahrten das italienische Lebensgefühl und die italienische Atmosphäre an Bord aus. Wir sind eine Traditionsreederei, wenn man unsere Schiffe anguckt. Italien spiegelt sich überall wieder im Design, auf den Decks, im Essen, in der Unterhaltung, im Publikum natürlich, bei den Gästen. Das macht Costa aus. Bei uns hat man immer Spaß an Bord. Gleichzeitig spielt Erholung eine sehr große Rolle. Ob das jetzt im Spa ist, ob das ja, einfach nur abends an den Bars ist, da ist für jeden was dabei. Und das ist uns ganz wichtig, dass sich jeder an Bord unserer italienischen Schiffe willkommen fühlt. Ja, ich weiß, mancher schreckt zurück. Ein so großes Schiff, so viele Menschen. Ein bisschen stimmt's ja auch, aber wenn man ehrlich ist, wenn man hier an Bord ist, fällt einem das gar nicht auf. Denn Costa schafft es, so viele tolle Plätze zu schaffen, für jeden genau das Richtige. Egal ob irgendein ruhiges Örtchen, eine Nische, wo man sich erholen kann, wo man zur Ruhe kommt. Aber auch wenn man Gesellschaft möchte, Party oder Stimmung, da gibt es auch die richtigen Plätze dazu. Liebe Emmy, wenn man hier an Bord ist, was muss man unbedingt besuchen? Was sind so die Highlights, die ganz besonderen Locations an Bord? Naja, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir an Bord einfach aufs Essen sehr, sehr, sehr viel Wert legen. Wir haben beispielsweise an Bord der Costa Smeralda 21 Bars und Restaurants. Die spielen eine große Rolle, weil Essen und Trinken einfach von morgens bis abends Freude bereitet. Zwei weitere Aspekte sind auf jeden Fall das Thema Entertainment, was an Bord der Costa-Schiffe nicht fehlen darf. Und das Thema Ausflüge. Es geht darum, die Welt zu erkunden. Es geht darum, die schönsten Destinationen in Europa und auch in anderen Teilen der Welt zu erkunden. Das heißt, unsere Ausflüge sind ein großer Teil dessen, was so eine Kreuzfahrt besonders macht. Die Auswahl an Kreuzfahrten ist riesig. Da fällt es wirklich schwer, sich für die richtige zu entscheiden. Ihr habt so viele tolle Routen mit wunderbaren Ausflugszielen, tollen Häfen, wo ihr anlegt. Was ist da besonders empfehlenswert, erwähnenswert oder vielleicht ein ganz persönlicher Tipp? Also insgesamt haben wir ein riesen Routenportfolio von über 250 Routen weltweit. Für die deutschen Gäste ist ganz sicherlich besonders zu erwähnen unsere Abfahrten in Nordeuropa. Wir sind beispielsweise auch in diesem Jahr wieder mit drei Schiffen ab Kiel und Bremerhaven unterwegs. Da geht es dann in die Ostsee, es geht nach Norwegen, Island, Grönland, Großbritannien. Aber natürlich, klar, der Klassiker für jeden Deutschen auch im Sommer, das Mittelmeer, Savona, super zu erreichen, auch mit dem Auto. Wir haben eine eigene Parkgarage unten direkt im Hafen. Das macht einfach Spaß schon bei der Anreise. Wenn jetzt unsere Zuschauer, Zuschauerinnen zu Hause Lust bekommen haben, vielleicht auch einmal ganz kurzfristig auf die Reise zu gehen mit Costa Kreuzfahrten, gibt es denn da gute Last-Minute-Angebote und Möglichkeiten, sich kurzfristig für eine Reise zu entscheiden? Oder sollte man schon lieber weiter im Voraus buchen, damit man auch garantiert die richtige Route für sich erwischt? Ja, also je früher man bucht, desto länger hat man Vorfreude an so einer Kreuzfahrt. Aber wir haben natürlich auch immer wieder kurzfristige Angebote, die man dann schön spontan buchen und nutzen kann. Ganz besonders schön auch für die deutschen Gäste in diesem Jahr unsere Buslogistik, kann man auch direkt mitbuchen. Geht sowohl für die Abfahrten in Nordeuropa als auch für die Abfahrten ab Savona. Das, ja, da kann man dann schön entspannt eine Reise planen und buchen. Jetzt aber noch eine allerletzte Frage zu den eigenen vier Wänden. Es gibt ja zahlreiche verschiedene Kabinen und Kategorien. Was würdest du da empfehlen? Was habt ihr da alles im Angebot? Und wie findet man da das Richtige für sich selbst heraus? Wir haben von der Grand Suite bis zur Innenkabine haben wir alles natürlich. Besonders zu empfehlen sind auf jeden Fall die Kabinen mit Balkon, weil spätestens morgens, wenn sie aufwachen und den Vorhang zurückziehen, der Blick ist alles wert.
Ja, viele beneiden dich sicherlich um diesen tollen Job hier auf dem Schiff, jeden Tag diese tolle Aussicht genießen zu dürfen, jeden Tag woanders zu sein. Ich sage schon mal danke fürs Gespräch, liebe Emmy, und ja, wie sagt man immer, volle Kraft voraus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Reise. Wenn ich morgens früh erwach und dir ganz tief in die Augen schau, spüre ich ganz genau, du bist für mich die richtige Frau. Deine Geduld, die du hast mit mir, einfach ist es nicht, das glaub ich dir. Wenn es Engel gibt, dann weiß ich genau, du bist einer davon. Dich hat der Himmel geschickt und ich danke ihm dafür. Wenn es Engel gibt, dann muss das der Himmel auf Erden sein und möchte er dich zurück, sag ich einfach laut nein. Und möchte er dich zurück, sag ich ihm, du bist mein. Ja, wenn du lächelst, scheint für mich die Sonne in der Nacht. Und wenn sich unsere Lippen treffen, einfach wunderbar. Du bringst alle Schöne in meine Welt. So ein Gefühl, das kriegt man nicht für Geld. Wenn es Engel gibt, dann weiß ich genau, du bist einer davon. Dich hat der Himmel geschickt und ich danke ihm dafür. Wenn es Engel gibt, dann muss das der Himmel auf Erden sein. Und möchte er dich zurück, sag ich einfach laut nein. Und möchte er dich zurück, sag ich ihm, du bist mein. Wenn es Engel gibt, dann weiß ich genau, du bist einer davon. Dich hat der Himmel geschickt und ich danke ihm dafür. Wenn es Engel gibt, dann muss das der Himmel auf Erden sein. Und möchte er dich zurück, sag ich einfach laut nein. Und möchte er dich zurück, sag ich ihm, du bist mein. Lieber Stefan, wir sind zwar im Urlaub, aber so ein bisschen Kultur gehört ja schon auch dazu. Wir haben noch Zeit, bevor sie ablegt, die Costa Smeralda. Ich würde sagen, Barcelona willkommen, oder? Natürlich, würde ich sagen. Und am Schiff gibt es auch vieles zum Erleben. Du wirst dann begeistert sein, denn ich habe mich ja schon voll informiert. Da gibt es ein Spielcasino, da gibt es ein Museum. 19 Stockwerke ist das Schiff hoch, 3 Fußballlängen ist es lang, das Schiff. Stell dir mal vor, über 337 Meter. Da scheinen nervös. Also ich kann nur sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's. Aber jetzt erstmal zum Plaza de Catalunya. Wir haben uns jetzt sozusagen vom Schiff gestohlen und besuchen gerade eine der schönsten Städte auf unserer Tour, nämlich Barcelona. Ist ja nach Madrid die zweitgrößte Stadt Spaniens mit über 1,6 Millionen Einwohnern. Ja, liebe Romy, du warst schon mal hier und ich frage dich, wo hast du mich hin entführt?
Ja, wir stehen hier auf dem Plaza de Catalunya. Warum Catalunya? Weil wir uns in Katalanien befinden und hier wird auch neben Spanisch Katalanisch gesprochen. Wir sind hier umringt von Tauben und dieser Platz ist sehr, sehr entscheidend, denn im 19. Jahrhundert war er so das Verbindungsstück zwischen dem alten Barcelona und dem ganz neuen Barcelona, das neu erwacht ist mit neuer Architektur. Ganz besonders wichtig für die Stadt war auch 1992 die Olympischen Sommerspiele, denn die haben dazu beigetragen, dass sich die Stadt extrem weiterentwickelt hat, sehr modern geworden ist und auch so ein bisschen das Fleckchen gen Meer neu geöffnet wurde und jetzt für die Einwohner hier in Barcelona traumhafte Strände zur Verfügung stehen. Also tolle Plätze zum Baden. Aber wenn wir schon mal hier sind, wir schauen nach vorne, da ist die La Rambla, auch die muss man unbedingt besuchen, wenn man schon mal hier ist in Barcelona. Eine traumhafte Flaniermeile mit Cafés, Bars, Restaurants. Und natürlich vielen Akrobaten und eigentlich Verrückten, die hier eine Show geben. Und La Boqueria, eine sehr, sehr gute Obst- und Gemüsehalle, wo man immer was Leckeres zum Probieren hat. Ja, selbstverständlich das Wahrzeichen schlechthin der Stadt. Das ist sie, die Sagrada Familia, ein bisschen wie der Berliner Flughafen, ein Ewigkeitswerk. Nur da hat der Bau bereits 1882 begonnen. Geplant und entworfen hat diese imposante Kathedrale Antoni Gaudí. Er starb 1926 und deshalb möchte man ihm endlich zum 100. Todestag, also sprich 2026, die Vollendung der Kathedrale schenken. Also ich bin gespannt, ein paar Jährchen haben sie noch, ob sie das hinbekommen. Ich würde sagen, wir beide schauen jetzt mal vorbei, dass die Sache wirklich fertig wird. Wir schauen mal, dass was geht auf der Baustelle. Bis dahin viel Spaß in Barcelona und anschließend wieder Musik für Sie. Häng dich an den Apparat. Oh.
Liebe Zuschauer, was natürlich nicht fehlen darf auf einem wunderschönen Schiff, ist die Kulinarik. Und hier auf diesem tollen Kreuzfahrtschiff, da wird man wirklich förmlich verwöhnt. 21 Restaurants und Bars stehen, ich möchte fast sagen, Tag und Nacht für die Gäste bereit. Und bevor ich Sie da jetzt mitnehme auf diesen Streifzug, werde ich mich noch ein bisschen stärken in diesem wunderschönen Restaurant, in diesem Alecchino. Und ich sage mir, auf Ihr Wohl, Prost! Der Ferran, die Fischer von San Juan, sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt zu, sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie ihr die Fischer Feste geben. Wem ich zum Fest gehöre, ist eure Wahl. Das Boot trägt die beiden Fischer von San Juan dorthin, dem Fest der Insel, und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie hier die Fischer Feste geben. Wem ich zum Fest gehöre, ist eure Wahl. Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder.
San Juan. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir schreiben heute nicht Geschichte, nein, wir schreiben heute die Zukunft, denn Zukunft beginnt heute mit drei Herren, die uns sagen, sie haben den absoluten Durchblick. Das möchte ich jetzt gerne herausfinden und sage an dieser Stelle, wir haben ihn ja schon gesehen, aber heute mein Stargast in der Sendung mit seinen Auftrieren Stefan Dietl und Gerhard und Sepp. Grüß euch! Servus Romy! So, also ihr tönt hier jetzt mal ganz laut, ihr habt den Durchblick, was mich natürlich etwas aufhorchen lässt. Wo kommt denn dieser Geistesblitz her? Liegt es so ein bisschen an dieser Maulwurf-Geschichte, dass unser Stefan Dietl über Jahre nichts mehr gesehen hat? Also wenn du den Durchblick nicht hast, wer dann? Wir sind ja so viel unterwegs miteinander und du weißt ja, die letzten Jahre hat mich schon ein bisschen so ein Augenproblem geplagt, möchte ich mal sagen. Und ich habe mir daran gedacht, wenn ich das überlebe und wenn ich das schaffe, dann werde ich meine neue CD auch Durchblick nennen. Natürlich habe ich viele Lieder wieder neu geschrieben in einer Zeit, wo die Corona-Zeit war, wo ich viel Freizeit gehabt habe und ich mir dann einfach gedacht habe, das passt jetzt alles miteinander richtig gut zusammen. Ja, also man muss ja schon ehrlicherweise sagen, beim Stefan ist so ein neues Album ja schon immer so ein Seelenöffner. Er lässt sehr tief blicken. Wie ist es euch da gegangen? Ihr kennt ihn ja jetzt auch schon länger, ihr zwei. Wart ihr überrascht mit den Themen, die den Stefan da wieder so umgetrieben haben? Oder sagt ihr, nein, das war eigentlich schon ganz klar, dass das so kommt? Sag nicht falsch. Nein, du hast eine romantische Aura. Ja. Manchmal sieht man es mehr, manchmal weniger. Nein, aber das war zu erwarten. Auf der Bühne machen wir eine Gaudi und einen Spaß. Und wenn er seine Lieder schreibt, da ist seine Seele dabei. Und das ist schon interessant. Und das ist auch das Schöne, weil, weißt du, wo jetzt diese Zeit, wo ich viel Freizeit gehabt habe, bin ich jeden Tag 20 Kilometer spazieren gegangen, haben wir viele Gedanken gesammelt, viele Lieder, was ich schon im Kopf ein bisschen gehabt habe. Und dann schreibst du die Lieder, machst die Musik dazu. Und die beiden sind mir nicht böse, wenn sie dann einfach mit diesen Liedern konfrontiert werden. Die können dann auch sagen, du, das sind deine Lieder, die gehen noch nichts an. Sondern wir haben jetzt wirklich ein bisschen geprobt wieder, die neuen Lieder. Und finde es eigentlich schon sehr gelungen. Aber gibt es dann schon so einen Favoriten oder ist der dann bei allen drei gleich oder hat da jeder so ein anderes Lieblingslied? Ja, also bei mir ist zum Beispiel jetzt Steh auf und geh weiter. Das gefällt jetzt mir, das haben wir jetzt schon durchprobt. Der musikalische Leiter ist ja der Sepp, der versucht natürlich die Lehrer zum Umsetzen. Genau, Sepp, die haben noch gar nicht gefragt, was für Lieder gefällt dir so am besten eigentlich? Du, ich bin eigentlich bei vielen Lehrern ganz bei dir. Mir gefallen ganz viele Lehrer, auch vom Text her, hast du sehr gut. Gute Ideen und auch schön beschrieben. Ich finde das Eschbein-Seier-Lied ganz toll. Das ist dein Leben, das ist deine Erzählung, Geschichte, was du jeden Tag mitmachst. Du bist immer unterwegs bei den Leuten und machst viele Ausflüge und du freust dich wieder, wenn du heimkommst. Also das ist eigentlich dein Lied, das wo genau aus deinem Herzen kommt. Das ist das Schöne, wenn man dann diese Ideen auf Papier bringt, wenn man auch in der Wachau mit Jürgen und Wolfgang Kreuz zwei tolle Leute im Studio hat, die dich kennen oder die uns kennen. Und wir waren dann auch einmal im Studio zu dritt natürlich und haben dann ein bisschen Längsungen aufgespielt und so. Und es hat schon richtig Spaß gemacht. Und nach dem Studio, das war dann ganz schön. Bei unserem Weinbauer noch einfach diese Sache, sagen wir mal, kulinarisch noch zu ausklingen lassen. Ja. Dann kriegt man einen richtigen Durchblick. Also dann haben wir den Überblick. Den echten. Aber was ist denn dein Lieblingslied? Jetzt haben wir alle gefragt. Es gibt viele Lieder. Das erste Lied, was ich ja von der neuen CD geschrieben habe, das heißt, das ist Wir sind Helden. Da wollte ich so eine Hommage machen an die Gastronomie, einfach mal zu beschreiben, was wir da leisten in diesem Beruf, was wenige heute wissen und was von heute auf morgen geheißen hat, das wird komplett zugesperrt. War eine schwierige Zeit und da wollte ich den Gastronomen einmal ein bisschen auch zeigen, hey, mit diesem Lied stehe ich hinter euch, weil wir sind mal eine gute Mannschaft, alle miteinander. Aber natürlich gibt es auch Lieder, zum Beispiel, wo ich dann einmal gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war. Dann habe ich ein paar Tage auf der Couch verbringen müssen. Und dann habe ich mal wieder so die Pircher-Filme angeschaut. Und die schönsten Sätze habe ich mir dann verewigt in einem Lied mit Liebst du mich oder liebst du mich nicht? Eine schöne Nummer natürlich. Nicht. Sehr schön, ja. Und auch die Lieder, was unser Freund Rudolf Schambeck wieder geschrieben hat. Er ist einer der ganz großen Texter der Szene. Und er hat ja unter anderem vor, glaub, rund 20 Jahren das Lied geschrieben, Weihnachten, wie es früher war. Und er hat uns da ein tolles Weihnachtslied gewidmet, das er eigentlich heimlich den Kassel untergeben wollte. Aber da war das da nicht so, hat so nicht funktioniert. Und dann hat er uns es gegeben. Und es hat so sein müssen, dass das Lied zu uns kommt. Denn es ist wirklich ein Hammer, auch auf der CD. Und wir haben das um 23 Uhr abends in der Elisabethzeller Kirche damals aufgenommen. Herr, lass Frieden werden. Haben diese Friedens
Friedensbotschaft hinausgeschickt, eigentlich in die ganze Welt. Und da haben wir wirklich großen Anklang dafür bekommen. Ah, sehr schön mit den Kindern mit drinnen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon einiges gehört. Wir blicken jetzt einfach mal hinein in ein ganz brandneues Video, das sogar hier auf dem Schiff entstanden ist. Nämlich, es heißt Annalena. Mit dem absoluten Durchblick, drei Herren, die mittlerweile auch schon ganz schön lang gemeinsam Bühnengeschichte schreiben. Wie lange steht es denn ihr drei jetzt mittlerweile zusammen auf der Bühne? Also die beiden noch länger wie ich, weil die beiden haben sich ja schon im Sandkasten kennengelernt, selber Schlagzeug zusammengebaut. Und ich muss sagen, wenn du im Leben das Glück hast, zwei solche Musiker und Freunde zu haben, dann brauchst du keine sechs Richtigen im Lotto. Und eins muss ich auch mal ganz klar sagen, aus diesen beiden wäre auch was ganz Großes geworden. Hätten sie mich nicht kennengelernt, aber miteinander sind wir schon am Macht. Ich glaube, das bald 20 Jahre nicht mehr reichen, oder? Geht so hin, geht so hin. Also wir zwei feiern wir heuer unser 50 Jahre. Das sieht man uns zwar nicht an. Unglaublich. Aber 50 Jahre, fast zusammengefasst angefangen. Aber mit Stefan, ja, fast 20 Jahre, glaube ich. Man lacht darüber, aber ich habe jetzt im Dezember, wo wir hier zugesperrt haben im Hotel, wo ich die alten Bilder ein bisschen durchgerannt für die neue Hotelzeitung, da habe ich mal gesehen, wo wir so begonnen haben. Wir haben früher schon mal gut ausgeschaut, also ja, unter uns. Ja, nicht? Ja, ja. Und jetzt, aber du hast ja den Durchblick, also du hast mit deinen neuen Augen da. Das passt ganz gut. Aber was ich immer oft fast noch schöner finde, wie den Durchblick beim Stefan ist, wenn er in der Schaffensphase einer neuen CD ist, dann hört er ja seine Lieder, also peu à peu in der Entwicklung, rauf und runter und er ist dann einfach auch sowas von begeistert davon. Und das finde ich so schön, wenn jemand von seinen eigenen Liedern ganz zu Recht auch so begeistert ist und das hinausträgt und die Leute damit eine Botschaft, eine Freundschaft mitteilen möchte. Nicht irgendwie so, jetzt mache ich wieder eine neue CD, sondern er ist ja da, er brennt richtig dafür. Aber du kannst schon auch eine harte Kritikerin sein. Jetzt können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wenn wir dann irgendwo auf Dreh sind und ich weiß, wo wir in Burghausen waren, oben im österreichischen Teil. Oh, das hat er sich und dann habe ich gesagt, du, jetzt haben wir kurz Zeit, hör mal die zwei neuen Lieder an, was wir da so gemacht haben und so. Und ich bin total begeistert und habe gesagt, ah, das gefällt mir auch gut, aber da bin ich noch nicht so begeistert. Und es dauert schon ein bisschen
bisschen, bis man auch die Romy begeistern kann. Ja, ja. Ich hoffe, so ich habe nicht ehrlich Sie kennen sich aus. Also, dass so man ist nicht beleidigt ist mit meiner direkten Art. Aber wie man sieht, wir stehen immer noch gemeinsam vor der Kamera. Es steht nichts zwischen uns, gell? Auch mit ja, ehrlicher Kritik. Aber jetzt zurück wieder zu den Fakten. Jetzt habt ihr das neue Album heraus. Was ist so euer Ziel mit diesem Album? Also ich glaube, in die Charts will heutzutage eh keiner mehr. Aber in erster Linie habt ihr mit diesem Album auch eine neue DVD wieder mit dazu gepackt, wo ihr, glaube ich, auch nochmal so widerspiegeln möchtet, wie vielfältig ihr trotzdem seid. Ihr seid ja wirklich auf dieser DVD wieder die Welt ein bisschen abgereist und so viele schöne Eckchen. Wo habt ihr die Videos alle gedreht? Ja, mittlerweile, also... In Dubai waren wir. Dubai. Vorm Hotel. Bachau, auf deiner Couch, mit frischen Socken. Oft einmal mit auch sehr hübschen Mädels. Ja. Im Video, gell? Aber die würden wir gerne persönlich kennenlernen. Ja. Genau. Das ist ein bisschen wir was haben noch keine Video gehabt, wo wir so viele Mädels gehabt haben. Und der Sepp hat das so schön gesagt, wo ich ihm den ersten Entwurf geschickt habe von dem Video, hat er gesagt, heute sind wir mal ganz schön viele Mädels drauf. Und die Leute glauben ja, die leben ja im Paradies, die drei. Und wir haben noch keines dieser Mädels eigentlich persönlich kennengelernt. Ja. Dann müssen wir mal so eine Wiedersehensfeier organisieren mit den Mädels. Also wie, ihr habt es den noch nie gesehen. Das wird dann eigentlich von der Musik her eingeschnitten und wird das zusammengebastelt. Also das ist auch gar nicht eure persönliche Auswahl. Ja, wir sind schon sehr zufrieden, oder? Geschmack, das trifft schon so einen Geschmack. Das ist ja sehr vielfältig. Also die Damen da, das ist ja mit den langen Beinen. Also das ist mit den blauen Augen. Oh. Aber was war in 20 Jahren euer Moment, wo es eigentlich immer wieder gern zurückdenkst, wo somit das Lustigste war, wo ihr auf gut Deutsch gesagt den Vogel abgeschossen habt? Gut, man muss mir sagen, wenn man viel unterwegs ist, natürlich, ob wir damals diese Schifffahrt gemacht haben, 10 Jahre Stefan und die Aufteilung mit unseren Freunden von Passau nach Wien, das war ein tolles Erlebnis, wo wir in Dubai waren, am Schiff, das war eine tolle Geschichte. Aber und die kleinen Anekdoten haben natürlich, wenn wir zu dritt unterwegs sind, irgendwo und spielen, dann auf der Tankstelle oder beim Brotzeitmacher, da können wir auch mal lustige Sachen. Und auch so ein Erlebnis, wo wir mal da waren, beim Zindelhaus da oben, wo wir da Auftritt gehabt haben und da war der Veranstalter gar nicht so begeistert, dass sie uns da ausgewählt haben. Da sind lauter junge Leute gekommen mit der Tracht. Da haben wir uns gedacht, oh, das ist wieder eine schwierige Veranstaltung. Da haben wir gesagt, gut, wir können jetzt nur eins machen, wir können jetzt nur fleißig spielen. Das nicht heißt, die waren faul. Aber dann ist der Abend wirklich abgegangen. Es war wirklich ein unvergesslicher Abend und so. Und das Schöne ist an uns drei, wir wollen ja eigentlich nicht so diese überperfekte Musik machen, weißt du, sondern einfach, wir wollen unsere Gäste oder unsere Zuhörer einen Abend einmal aus dem Alltag ziehen, ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, das ist ja das, was uns da ausmacht, dass es sehr persönlich rüberkommt. Wir sind ja nicht die, die seit Stunden lang vom Auftritt proben, sondern wir machen mal vieles aus dem Stegreif. Er blödelt immer ein bisschen, er ist ein genialer Gitarrist, wo uns alle beneiden. Und miteinander sind wir schon wirklich drei tolle Freunde. Und wenn du viel unterwegs bist und es immer harmoniert, weißt du, logisch hat man jeder mal seine Meinung und ich würde es lügen, wenn wir sagen, wir lieben uns nur. Aber du setzt ja immer durch. Nee, also immer genau. Meinung. Und dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich oft auch fahren darf, ja, wenn wir drei unterwegs sind, sagen wir unserem Freund und Sie Pit. Auch das Glück haben, dass ganz oft auf die warten darf. Wenn es dann wieder länger ja, genau, dauert. Und dann, wenn ich ein bisschen mehr Gas gibt beim Autofahren, dann werden schon ruhiger die zwei Burschen, okay? Also man merkt schon, ein wirkliches Tragespann, das sich gesucht und gefunden hat, die drei Musketiere aus Eschbanzell, die musikalisch als auch abseits der Bühne, glaube ich, echt gut funktionieren, hier haben und sie gut verstehen und darum trifft man eigentlich immer gern. Aber was hören wir uns jetzt noch von einer RCD? Einen Titel kann man schon noch spielen, oder? Unser musikalischer Direktor, Sepp Obermeier, darf sich das Lied jetzt aussuchen. Machen wir den Titelsong von der CD, Zukunft ist heute. Okay, das passt. Ich habe mich schon die ganze Zeit erinnert, was das eigentlich bedeutet. Zukunft ist heute, hier und jetzt mit Stefan Dietl und den Auftriern. Ja, Servus. Jeder neue Tag verspricht, was plötzlich alle Grenzen bricht. Und die Welt steht still, weil ein Herz es will. Sobald ich das Gefühl erfahre, ist tief in mir alles sonnenklar. Wenn einer nur von morgen träumt, dann hat er heute sein Glück versandt. Zukunft ist heut, nicht irgendwann in ferner Zeit. Zukunft
ist halt am Weg immer vorwärts zu zweit. Zukunft ist halt da, wo Nacht zum Leben bereit. Zukunft ist halt. Es kommt, ich gib nie auf, drum hab ich immer, was ich brauch. Das, was für mich zählt, ist meine eigene Welt. Ich weiß echt, wie die Post abgeht, ich weiß, was jedes Schicksal dreht. Wenn einer nur von morgen dran, sei Glück versammt. Zukunft ist halt nicht irgendwann in ferner Zeit. Zukunft ist halt am Weg immer vorwärts zu zweit. Zukunft ist halt da, wo Nacht zum Leben bereit. Zukunft ist halt. Zukunft ist halt. Zukunft ist halt. Nach einem anstrengenden Tag, vielleicht sehr erlebnisreich an Land, da will man sich's Abend gut gehen lassen. Und das ist hier kein Problem, denn das Abendprogramm ist wirklich spektakulär. Egal ob Entertainments, Musiker, die einem gerne bei einem schönen Cocktail den Abend versüßen, oder auch verschiedene Tanzflächen, wo man auch selbst noch mehr aktiv werden kann. Also wirklich für jeden was dabei, aber schauen Sie doch gerne mal selbst dieses facettenreiche Angebot an. Träum ich von Glück mit dir zu zweit.
Wir trafen uns bei Nacht in der Taverne. Ich sah in schöne Augen die zwei Sterne. Die Haare und den Blick vergess ich nie. Bella Marie, nur sie vergess ich nie. Bella Marie, Bella Marie, Bella Marie, mein Herz schlägt nur für sie, für alle Zeit. Träum ich von Glück mit dir zu zweit. Bella Marie, la 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 la. Wir küssten uns zum Schluss vor der Taverne. Die Haare waren so gold im Licht der Sterne. Sie war von fern und musste fort von mir. Weit weg von mir. Nur sie vergess ich nie. Bella Marie, Bella Marie, Bella Marie, mein Herz schlägt nur für sie, für alle Zeit. Träum ich vom Glück mit dir zu zweit. La 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 la, Bella Marie, Bella Marie, Bella Marie, mein Herz schlägt nur für sie, für alle Zeit. Träum ich vom Glück mit dir zu zweit. Träum ich vom Glück mit dir zu zweit. Träum ich vom Glück mit dir zu zweit. Auf fröhlichen Meereswellen, und das macht hungrig, liebe Freunde. Und ich stelle mir die Frage, auch als Gastronom, wie funktioniert das, dass man jeden Tag über 6.000 Leute satt bekommt? Vorne wird genossen und hinten kräftig gearbeitet. Und das schauen wir uns jetzt an und natürlich nehme ich sie mit. Auf geht's. Also ich bin total begeistert und ich glaube, Sie natürlich auch. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Über 150 Köche kochen da jeden Tag aufs Neue auf. 7 Tage die Woche und 11 Stunden am Tag sind sie für ihre Gäste da. Und ich glaube, die haben es verdient, jetzt mit einem schönen Lied belohnt zu werden. Ein Sommerwind weht durch dein schwarzes Haar. Dein heißer Blick sagt mir leise ja. Es klingen spanische Gitarren. Vergessen, wo wir gestern waren. Wenn über Meer die Sonne rot versinkt, von Herz zu Herz ein Funke überspringt, dann zieht es uns an einem Ort, in diesem kleinen Kaffee Volant.
Für mich ein echter Gänsehautmoment, einmal auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffes zu stehen. Und da sage ich schon mal Dankeschön an einen, der das ermöglicht hat, den Kapitän der Costa Smeralda. Und wenn ich den Kapitän schon mal da habe, habe ich natürlich auch ein paar Fragen. Es ist ein großartiges Gefühl, hier auf der Brücke zu stehen und alles schaut so neu aus. Gefühlt kann dieses Schiff noch gar nicht alt sein, erst ein paar Monate. Oder wann ging es damit los? Als erstes einmal herzlich willkommen auf der Brücke der Costa Smeralda. Sie wurde 2019 getauft und in der Meyer-Werft in Turku in Finnland gebaut. Seit 3 Jahren ist sie nun auf der 7-tägigen Seereise im Mittelmeer im Einsatz. Also ich habe ja schon vorab gehört, dass dieses Schiff zu den innovativsten gehört. Es wird unglaublich darauf geachtet, dass es nachhaltig ist, dass sehr, sehr viel Müll reduziert wird und dass man einfach der Umwelt etwas Gutes tut. Habe ich das so richtig gesagt, Herr Kapitän? Definitiv. Costa Smeralda ist ein absolut sauberes Schiff. Es ist ein Schiff mit LNG-Motor, welcher dazu beiträgt, die Umweltbelastung zu reduzieren. Es ist übrigens das zweite in der Costa-Flotte. Wir haben nachhaltige Technologien zur Entsalzung, um den Wasserbedarf an Bord direkt aus dem Meer zu decken und verwenden Trinkwasser wirklich nur dort, wo es unbedingt nötig ist. Dann auch das Müllmanagement. Wir geben dem Thema maximale Aufmerksamkeit. Es wird alles an Bord bereits sortiert und recycelt, bevor es das Schiff verlässt. Ich bin mir sicher, der Kapitän kennt sein Schiff wie seine eigene Westentasche und der weiß sicherlich auch alle technischen Daten und Fakten rund um dieses Schiff. Wie lang ist es denn? Wie hoch? Also wie viele Stockwerke hat es vor allem auch? Und für mich immer noch unvorstellbar, wie so etwas schwimmen kann. Wie schwer ist so ein Schiff? Die Costa Smeralda ist das größte Schiff der italienischen Flotte. Es ist 340 Meter lang, 43 Meter breit und hat 20 Decks. Es hat ein Bruttoregistergewicht von 183 Tonnen und einen Tiefgang mit mehr als 8 Metern. Es ist so ein spannender Job, hier Kapitän eines derartigen Schiffs zu sein. Jetzt würde mich mal interessieren, wann kam denn dieser Wunsch auf, diese Entscheidung, Kapitän zu werden? War das immer schon ein Kindheitstraum oder wie kam es dazu, dass man Kapitän wird und wo kommen Sie eigentlich her? Sagen wir mal, das ist eine Familientradition. Bereits mein Vater und auch mein Onkel waren Seefahrer und auch Kapitäne. So bin auch ich zur Marine gegangen. Ich war 22 Jahre alt, als ich das erste Mal bei einer anderen Reederei auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten begonnen habe. Seit 16 Jahren bin ich nun Kapitän bei der Costa und seit 3 Jahren Kapitän von diesem wunderschönen neuen Schiff. Ja, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Es war mir eine Ehre, hier stehen zu dürfen. Und was wünscht man einem Kapitän? Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, oder? Ist das bei Kreuzfahrtschiffen auch so? Naja, lasst mir's lieber. Vielen Dank fürs Gespräch. Schon lange hast du geträumt von Sonne, Strand und Meer. Nur von meiner Sehnsucht, da blieb nichts mehr. Das Glück vor meinen Augen, das endlose Meer. Da bleibe ich für immer. Was willst du mehr? Die Sonne über Imperia, sie ging meinem Herzen nah. Hand in Hand am blauen Meer, sag, was willst du mehr? Die Sonne über Imperia, sie war meinem Herzen nah. Es sieht mich immer wieder. Nach Imperia.
Abend der schöne Strand, er lädt uns alle ein. Wild und doch romantisch wie der Sommerwein. Hier möcht ich immer leben, hier möcht ich sein. Nur du in meinen Armen, pures Glück allein. Die Sonne über Imperia, sie ging meinem Herzen nah. Hand in Hand am blauen Meer, sag, was willst du mehr? Die Sonne über Imperia, sie war meinem Herzen nah. Es zieht mich immer wieder. Sie ging meinem Herzen nah, Hand in Hand am blauen Meer. Sag, was willst du mehr? Die Sonne über Imperia, sie war meinem Herzen nah. Es zieht mich immer wieder hin nach Imperia. Es zieht mich immer. Auch wenn man hier am Schiff rundherum verwöhnt wird und es fehlt wirklich an nichts, finde ich, ist es wichtig, dass man Land und Leute mal etwas näher kennenlernt. Ich fühle mich gefangen in dieser Art Achterbahn. Es geht über höchste Berge und durchs tiefste Tal. Und ich frag mich, soll das so sein? Kann ich einfach nicht glücklich sein? Es ist alles wie verhext. Ich glaub, ich hab es jetzt auch gecheckt. Von hier bis zum Himmel und dann wieder zurück. Hey, das ist doch kein Zufall, sondern pures Glück. Ich glaub an Wunder, denn Wunder können geschehen. Von hier bis zum Himmel und dann wieder zurück. Mensch, das kann nicht dein Ernst sein, komm, entscheide dich. Ich hab es verstanden, hey, es ist noch nicht zu spät. Es gibt doch eigentlich zu beklagen, wenn man mal ehrlich ist. Was reden wir von morgen, wenn's um heute geht? Wie man's macht, macht man's falsch. Es ist längst schon an der Zeit. Komm jetzt, red doch mal mit mir. Kann ich denn ganz alleine was dafür? Von hier bis zum Himmel und dann wieder zurück. Hey, das ist doch kein Zufall, sondern pures Glück. Ich glaub an Wunder, denn Wunder können geschehen. Von hier bis zum Himmel und dann wieder zurück. Mensch, das kann nicht dein Ernst sein, komm, entscheide dich. Ich hab es verstanden, hey, es ist noch nicht zu spät. Zurück, Mensch, das
das kann ich dein Ernst sein, komm, entscheide dich. Ich habe es verstanden, hey, es ist noch nicht zu spät. Urlaub auf der Costa Smeralda, das heißt natürlich auch Urlaub für Körper, Geist und Seele. Dafür sorgt ein toller Wellnessbereich oder auch Spa genannt, der Sie wirklich nicht nur begeistern wird, sondern Sie werden auch hier rundherum verwöhnt. Und dafür sorgen wirklich tolle Mitarbeiter. Yeah.
Dass man auf der Costa Smeralda wirklich richtig gut essen kann, das wissen wir ja schon inzwischen. Ich habe jetzt die große Ehre gehabt, asiatisch zu essen. Und was soll ich euch sagen? Unbeschreiblich, Spaß, Entertainment. Ich würde sagen, ich nehme sie jetzt mit auf eine kulinarische Reise, damit sie das miterleben. Auf geht's!
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt so richtig Seeluft geschnuppert. Dieses am Schiff sein ist einfach schön. Ein tolles Team, ein tolles Schiff, ein geniales Essen und Musik rund um die Uhr. Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Und im Oktober sind wir schon wieder am Schiff, oder? Ja, genau, da sind wir schon wieder am Schiff, nämlich von 7. bis 14. Oktober. Eine echte Musikreise und da können Sie auch gerne mit dabei sein. Und es ist wirklich unglaublich, wer da schon eine Kabine alles gebucht hat. Also, die kennen Sie, denke ich, auch alle. Also, ich sage jetzt nur mal Leute Jung. Claudia Jung. Patrick Lindner. Stefan Ross. Michael Heck. Anna-Karina Wojcik. Und viele mehr. Stefan Dietl. Also es sind wirklich noch unglaublich mehr. Olaf Hennig fällt mir jetzt gerade ein. Also es sind so, so viele und es ist auch kulturell einiges geboten. Wir legen zum Beispiel an in Santorin, in Athen, in Dubrovnik, in Split und in Venedig. Sag's doch ganz einfach, in Italien, in Griechenland, in Kroatien. Ja. Alle guten Dinge sind ja, dabei. Ja, ja, ja. Es wird okay. Der pure Wahnsinn. Also der Wahnsinn und Sie sind beim Wahnsinn hoffentlich mit dabei. Buchen Sie jetzt das ultimative Schlagererlebnis auf hoher See. Schlagerkreuzfahrt.net lädt Sie zur großen Schlagerreise 2023 vom 7. bis 14. Oktober auf die Costa Deliciosa ein. Erleben Sie das totale Schlagerfeeling mit vielen Ihrer Lieblingsstars. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen unter anderem Claudia Jung, Patrick Lindner, Nathalie Lament, Stefan Mecher, Anna-Karina Wojcik, Romy Kirsch, die Muntermacher, Stefan Dietl und die Aufdreher, Romy, Stefan Moss und viele andere. Auch das Team von MelodieTV und Herzlichst werden diese Traumreise begleiten. Genießen Sie bezaubernde Destinationen wie Split, Santorin, Athen und Piräus, Dubrovnik und Venedig. Haben wir Sie jetzt begeistern können? Dann buchen Sie noch heute unter www.schlagerkreuzfahrt.net Ihre Traumreise 2023 mit Ihren Lieblingskünstlern. Wir freuen uns auf erholsame Tage mit Ihnen an Bord der Costa Deliciosa.
Ich stehe jetzt auf Deck 19 und ich habe die große Ehre, sie steht jetzt neben mir, unsere Jennifer. Sie ist zuständig für die deutschen Gäste an Bord und ich muss sagen, erst einmal ein großes Dankeschön für die Herzlichkeit an Bord und natürlich für dieses Wohlfühlpaket rundherum. Und weil das bist ja du zuständig. Unsere Zuschauer sind leider nicht an Bord, aber erzähl ihnen mal ein bisschen was über dieses tolle Schiff. Also die Costa Smeralda ist seit 2019 in Betrieb, ist zusammen mit der Costa Toscana das größte Schiff der Costa-Flotte. Sie ist 337 Meter lang, das sind fast drei Fußballfelder und 19 Decks hoch, also sie ist sehr, sehr groß. Es verteilt sich aber gut mit den Gästen, man hat nicht das Gefühl, dass das Schiff zu groß ist. Es gibt viele Ecken, wo man sich zurückziehen kann, es gibt natürlich auch viel Unterhaltung, also man kann sich das raussuchen, was man gerne haben möchte. Und ich muss sagen, wir haben die große Ehre gehabt, mit dir ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wir waren unten bei den Köchen. Über 150 Köche kochen mit Leib und Seele auf, damit die Gäste hier glücklich werden. Und ich muss sagen, ich habe mir diese Einkaufsliste mir angeschaut. Ich glaube, am Tag 28.000 Eier. Erzähl mal was drüber. Ja, der Verbrauch ist groß auf einem Kreuzfahrtschiff, ist natürlich klar. Es kommt auch darauf an, welche Nationalitäten wir an Bord haben. Es gibt ganz viele verschiedene Gäste aus verschiedenen Ländern. Deswegen ist die Einkaufsliste auch nicht so leicht zu erstellen. Es wird wirklich statistisch festgelegt, wie viele Gäste wir aus welcher Nation an Bord haben, damit wir auch deren Vorlieben berücksichtigen können. Man denkt, das ist ein Klischee, aber es ist wirklich so, bei sehr vielen deutschsprachigen Gästen wird der Bierkonsum ist der erhöht, der Kartoffelkonsum, da wird dann mehr bestellt, wenn fast nur Italiener an Bord sind, ist der Pastakonsum höher, bei den Franzosen Wein und Käse. Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Eins muss man auch einmal sagen, du hast ja einen tollen Vortrag gehalten zu Beginn der Reise über dieses Schiff, um es den Gästen ein bisschen näher zu bringen. Und das Thema Umwelt ist ja ein Thema, das momentan in aller Munde ist. Aber ihr macht ja wirklich viel für die Umwelt. Alleine gab jetzt wurde in einem Jahr über 50 Tonnen Kunststoff gespart. Ihr tut Strände retten, möchte ich fast schon sagen. Gib uns da mal ein bisschen mehr Infos. Ja, also die Costa Crociere Foundation ist eine Foundation, die sich um die Reinigung der Strände am Mittelmeer kümmert. Da werden die Strände ja gereinigt, gerade von Plastik und was alles so angeschwemmt wird. Aber auch das Schiff selber, die Costa Smeralda und die Costa Toscana, sind die ersten Costa-Schiffe, die unter anderem auch mit Flüssiggas fahren können. Es ist 100% Recycling, wird hier an Bord betrieben von den Abfällen. Ja, also wir tun sehr, sehr viel für die Umwelt. Das kann man nicht erzählen, das muss man erleben. Wir waren ja, wie gesagt, hinter den Kulissen. Die Flaschen, die werden hier zerlegt auf 2 mm. Das Essensreste werden hier wirklich entsorgt. Unglaublich, wie das funktioniert. Also ich bin schwer beeindruckt. Aber noch ein bisschen mehr beeindruckter bin ich. Wir waren heute früh oben beim Kapitän. Und ich muss euch sagen, gestern sind wir vom Hafen rausgefahren, von Palermo, rückwärts dazu. Dieses große Schiff auf der Brücke, wenn man das sieht, wie das funktioniert, also wirklich großes Kompliment. Oder was sagst du dazu? Ja, man kann an unseren Kapitän wirklich nur ein großes Kompliment geben. Ja, es ist ein modernes Schiff. Es ist relativ leicht zu steuern. Es gibt nicht mehr das klassische Steuerrad wie einmal. Es gibt jetzt einen Joystick. Aber klar, Riesenleistung, so ein großes Schiff in so einen engen Hafen wie Palermo zu manövrieren und auch heil wieder rauszubringen, absolut. Und das können wir auch mal sagen, die Woche haben wir ein bisschen so ein windiges Wetter und dann haben wir schon gedacht, oi, hoffentlich schaukelt es jetzt nicht so, dass die Tassen vom Regal fallen. Aber nein, ich muss wirklich sagen, das fährt so ruhig dahin und es ist eine totale Atmosphäre, die wirklich Spaß macht mitzufahren. Aber ich muss auch eins sagen, eure Mitarbeiter geben mir hier Vollgas. Ich glaube, es sind ja hier an die fast 1400 Mitarbeiter momentan an Bord. Und man muss eins sagen, die müssen schon dran hier. 7 Tage die Woche, 11 Stunden. Aber wenn man sieht, die haben immer ein Smile im Gesicht. Und wenn man auch sieht, was er für die Mitarbeiter alles macht, was die auch für Möglichkeiten am Schiff haben, für ihre Freizeit zu gestalten, das ist doch toll, oder? Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Gestern Abend zum Beispiel hatten wir eine Crewparty für die Besatzungsmitglieder. Wir haben eine eigene Bar. Es werden Ausflüge organisiert für Besatzungsmitglieder, wenn sie nicht arbeiten. Man kann selbstständig von Bord gehen, wenn man im Hafen ist und nicht gerade arbeiten muss. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auch eine eigene Jacuzzi. Wir haben ein Sonnendeck nur für die Besatzung. Also doch, wir können es uns auch hier gut gehen lassen, auf jeden Fall. Also Jennifer, ich würde sagen, wir reden jetzt nicht mehr lange. Sie buchen und wir machen in der Zwischenzeit wieder Musik. Ich seh dich nur an und weiß, was du sagen willst, Schwestern im Geist, auch wenn's manchmal schwierig ist. Wir schauen zurück auf große Momente, gemeinsam mit dir heißt es Spaß ohne Ende. Du bringst Farbe in
Bin ich ohne Plan, gibst du mir die Richtung vor, was auch so ist, du hast immer ein offenes Ohr. Mega stark ist jede Partynacht, bei lauter Musik haben wir durchgemacht. Du bringst Farbe in mein Leben, zwei vom selben Stern, das kann es nur einmal geben. Einen Moment hatten wir ja überlegt, ganz klassisch den Titanic-Moment nachzustellen, aber dann war es uns doch zu kitschig. Aber hast du gemerkt, wir hatten eine Windstärke 9 und das Schiff total ruhig. Ja. Also hast du das gemerkt? Ja, also mit dir an meiner Seite, da habe ich keine Angst. Schaukelt doch schon ein bisschen. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das war das Wein, das wir da getrunken haben. Gell? Das weiß man nie so genau. Wir sagen auf alle Fälle Dankeschön für die wunderbare Gastfreundschaft. Also die zwei Damen, die haben das ja wirklich hervorragend gemacht. Dankeschön. An die Emmy und an die Jennifer. Wirklich ein tolles Team bei Costa, muss man sagen. Wir waren wie zu Hause. Ja, bestens aufgehoben. Wir können es wärmstens empfehlen. Vielen lieben Dank, dass Sie mit dabei waren. Und wir hatten jede Menge Spaß. Und Spaß haben wir auch wieder in der nächsten Sendung, nämlich im April. Seien Sie wieder mit dabei. Denn da wird's lustig. Wir sagen einschalten und genießen. Ein großes Dankeschön sagt eure Romy und Stefan Dietl. Großen Welt, Fernando, Alfredo und José. Sie träumten von Chicago, vom großen Geld, Fernando, Alfredo und José. Der eine putzt die Schuhe, der andere macht Musik, der dritte sucht jeden Tag im Hafen sein Glück. Sie hatten die Welt sich anders vorgestellt, Fernando, Alfredo und José.
Am Abend träumen sie von Santo Domingo, von Santo Domingo und weißen Orchideen, von dem Märchen einer Nacht in Santo Domingo und Wunder, die dort noch. Denn den Weg in das Glück nicht gleich Fernando, Alfredo und José. Doch nach ein paar Jahren, da waren sie reich, Fernando, Alfredo und José. Man putzt ihnen die Schuhe und macht für sie Musik. Im Hafen liegen Schiffe, keins bringt sie zurück. Was ihnen so fehlt, bekam sie nicht für Geld, Fernando, Alfredo und José. Und am Abend träumen sie von Santo Domingo, von Santo Domingo und weiße Orchideen, von dem Märchen einer Nacht in Geschehen.